Theater trifft Museum. Schauspielerinnen und Schauspieler des Burgtheaters besuchen ihr Lieblingswerk in einem leeren Museum und erzählen von einer ganz persönlichen Kunstbegegnung. Der Hanuschhof ist für mich ein besonderer Ort, weil ich einerseits hier im Ballettgymnasium Ballett getanzt habe als 13-, 14-Jähriger. Ich war also beim Staatsopernballett, bin aus Graz nach Wien gekommen, ins Internat und ins Ballettgymnasium und habe mich dann da in so Bubenklassen wiedergefunden mit kleinen russischen Jungs vor mir, die wahnsinnig ehrgeizig waren. Und für mich war das eine ziemlich harte Zeit, weil ich eigentlich gar nicht so hart bin und ich eigentlich mit dieser Disziplin und so weiter, ich habe da schon viel anfangen können damit, aber dieses ganze Internatleben und weg von zu Hause und in Wien zu sein, von 8 bis 12 Schule, dann von 1 bis 5 Training jeden Tag, Samstagnachmittag nach Graz kurz, Sonntag wieder zurück, das war mir zu hart, habe mich dann verletzt am Knie, musste dann da aufhören, Gott sei Dank, und bin aber darüber irgendwie auch zum Theater gekommen und spüre heute eigentlich immer noch, wenn ich den Beruf ausübe, dass ich meinen Körper mal in diese Richtung sehr, sehr gebrieft habe und eine andere Präsenz habe, glaube ich, wenn man so dieses körperliche Bewusstsein einfach hat. Zum anderen ist der Hanuschhof ist hier oben die Art for Art, das heißt, das sind unsere Werkstätten. Wir kriegen da unsere Kostüme angepasst und geschneidert und sind hier sehr oft. Und zum Dritten ist eben hier das neue Museum von Heidi Horten, das ein neuer Kunststandort in Wien ist, ein Privatmuseum. Und der Grund, warum wir hier sind, mein Bruder Konstantin Luser, der hat eine Auftragsarbeit angefertigt für dieses Museum, ein Objekt, das nicht nur ein Kunstobjekt ist, sondern auch ein Musikinstrument. Das werden wir uns jetzt anschauen. So, danke schön. Ja, das ist die erste Ausstellung, die Eröffnungsausstellung sozusagen. Und hier hinten ist der Vibrosaurier, das Kunstwerk von meinem Bruder Konstantin. Diese Skulptur besteht eben aus 20 Hörnern einer Tuba, die ganz oben ist, das ist der Kopf, und 4 Trompeten. Es sind alles klangführende Rohre, das heißt, man kann die Rohre alle verfolgen und alle führen von einem Anfang zu einem Ende und gleichzeitig trägt das Objekt sich selbst. Und um diese Beine herum sind jeweils diese Mundstücke, in die man eben reinblasen kann. Das heißt, das ist eben ein Gruppeninstrument auch für 24 Leute, die das gleichzeitig bespielen könnten. Es ist auch erlaubt, hineinzublasen. Das kann jeder machen, der da ist. Oder? Ja, ich weiß nicht, ob ich es kann. Also ich kann es mal probieren, aber der Konstantin ist zum Beispiel wahnsinnig gut schon darin. Ich glaube, ich bringe keinen Ton raus, ich kann es probieren. Also, das ist natürlich zu Zeiten von Covid auch ganz gut, aber ich glaube, ich bringe keinen. Konstantin macht wahnsinnig viele Tagebücher und aus diesen Tagebüchern, in die er schreibt und vor allem zeichnet, entwickeln sich wahnsinnig viele Ideen. Aus diesen Zeichnungen haben sich dann eben Drahtskulpturen entwickelt,
Und aus diesen Drahtskulpturen, das sind höchst filigrane, gelötete Skulpturen und Objekte, die in der Luft schweben und eigentlich auch bewegen und immer die Perspektive wechseln sozusagen und auch die Betrachtung ändert sich natürlich durch die Perspektive. Aus diesen Skulpturen haben sich auch irgendwie dann was Größeres entwickelt und das sind ja auch so wie Striche in der Luft eigentlich quasi diese Objekte. Prosaurus, ich finde es ganz, der Konstantin hat einmal gesagt, das ist ja, wie kommt man überhaupt darauf und so weiter, aber ein schlagendes Argument ist eben, dass man ja nicht gewusst hat, wie sich die Dinosaurier früher angehört haben. Also es kann durchaus sein, dass sie genau solche Geräusche von sich gegeben haben. Also es ist eigentlich, man weiß es nicht, aber es könnte sein. Da dieses Objekt ja so, es hat ja auch was Haptisches irgendwo und ich habe einfach jetzt da nicht so eine wahnsinnige Berührungsangst. Ich kenne es halt irgendwie schon so gut. Wenn jetzt die Aufseher da wären, würden sie mich sofort raushauen. Aber ich würde jetzt eben, das mache ich eben nur bei Familienstücken. Ich gehe schon gern ins Museum, aber jetzt auch nicht so, dass ich in jeder Stadt erstmal schaue, wo das Museum ist, das Zeitgenössische. Also, aber ich bin natürlich viel auch in Wien, in dieser, eben durch meinen Bruder auch viel in dieser Szene verankert, aber ich schaue mir halt eher zeitgenössische Kunst an. Mich beeindruckt einfach, wie man sozusagen aus dieser äußeren Hülle in eine völlig andere Welt schafft und dadurch, dass diese drei Stockwerke da so hineingebaut worden sind, hat man wahnsinnig viele Möglichkeiten und gleichzeitig hat man aber auch eine sehr eindeutige Setzung, was ich sehr faszinierend finde. Wollen wir mal raufgehen? Ja? Ja, ich meine, schau mal, dieses Stahl, das ist diese frei schwebende Treppe, die ist schon auch sehr beeindruckend, finde ich. Diese Lichtdecke ist aus Stoff, oder? Genau. Das heißt, man hat eine wahnsinnig gute Raumakustik hier drin. Genau, und da ist der kleine Erwin Wurm und hier ist eben der Kopf sozusagen von dem Vibrosaurier mit der großen Tuba. Aber ich mag es einfach, wie es da noch so in den ersten Stock so drüber schaut und sich auch noch die andere Kunst anschaut. Genau, ich spiele auch mit einem Wurmkunstwerk und zwar in der geschlossenen Gesellschaft haben wir dieses Gurkel, also das Essiggurkel, ein überdimensionales Essiggurkel. Das Gurkel ist circa so groß, wir haben so eine, ist ein Original auch, das wir da stehen haben und das spielt bei unserem Stück mit. Das ist eine Leihgabe aus der Werkstatt, aus dem Atelier von Erwin Wurm und ja, das ist eigentlich eine Regiesetzung sozusagen, weil es eigentlich ist in der Hölle, in der geschlossene Gesellschaft spielt ja in der Hölle und die kommen da alle hin zu dritt. Und eigentlich steht da irgendwie eine ausladende Babidien-Figur. Und das haben sie halt übersetzt mit einer Skulptur von Erwin Wurm, die extrem teuer ist und an der sich die Kollegen abarbeiten ein bisschen. Ich war bei der Eröffnung da, wo hier so, ja, weiß nicht, 300, 400 Leute waren, glaube ich. Und die ganze Veranstaltung irgendwie immer wieder aufgelockert worden ist, eben dadurch, dass da professionelle Musiker das Teil auch bespielt haben. Ganz cool für die Veranstaltung, weil es dann also jede Stunde einmal irgendwie ein bisschen ein anderer
andere Atmosphäre da plötzlich war in dem Ganzen, die Leute getanzt haben und so weiter. Und das hat was wahnsinnig Lebendiges natürlich irgendwo und was Lebendes, was Pulsierendes auch. Und deswegen finde ich das auch so schön mit so einem Objekt, dass man eben das bespielen kann und dass man eben mit dem auch mitleben kann. Und ja, das ist ja wie eine... Ja, das ist ja wie ein Kind, das man fast hat, so ein Objekt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es eben gezeigt wird, dass man es bespielen kann, dass man, ich hoffe, dass es jetzt nicht in der Sammlung verschwindet, sondern dass es eben ausgeliehen wird, zu anderen Museen kommt und vielleicht ein bisschen herumtourt, so. Weil es bringt eigentlich niemandem was, wenn die Kunst einfach in irgendeinem Archiv verschwindet und die Menschen eben keine Gelegenheit haben, es zu sehen. Also jeder ist herzlich eingeladen, in das Museum zu kommen und ein paar Töne hier zu spielen, weil dafür ist es auch da. Musik.